Guck mal, guck mal. Da leuchtet ein riesiger. Da, genau das habe ich gemeint. Sowas muss ich finden. Was optisch einem auch suggeriert, hier kannst du was machen. Was ist das denn? Was ist das? Ist das das Portal, wo die Invasion beginnt? Was hat das zu bedeuten? Ich wollte hier in Ruhe ein kleines bisschen für euch noch vorbereiten für die Folge. Invasion beginnt in 23 Tagen. Was hat's damit auf sich? Ich habe keine Ahnung. Ja, dann hole ich euch jetzt rein. Erstmal. Wie gesagt, ich wollte ein bisschen noch vorbereiten. Das ist voll. Okay. Wie ihr seht, brauchen wir mal wieder Seile. Kommt ja selten vor, aber jetzt ist es mal so. ja. Wieso habe ich hiervon wieder zwei? Ich weiß es nicht. Weg. Weg. Ja, erstmal schön. Willkommen zurück. Wieder zu Aska. Es ist Nacht. Ich wollte halt die Nacht ein bisschen hier die Seile besorgen, also herstellen. Und wenn es hell ist, euch dann wieder mit reinholen. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich hier wieder einen Schnitt setzen, aber ich wollte zumindest, dass ihr mitbekommt, dass jetzt irgendwas in 23 Tagen hier abgeht. Ich weiß nicht genau, wie schlimm und was genau. Kein Plan. Also Rinde ist voll, dann können wir jetzt auch definitiv immer mal die Rinde zu Fasern verarbeiten. Ja, ansonsten ist der Plan jetzt, ich habe mir überlegt, dann danach kommt dann der Schnitt. schnellstmöglich ein zweites Haus zu bauen. Das heißt, oben an der Stelle ein bisschen Platz schaffen. Sprich, Bäume weg. Dann, wo ich gerade dran bin, natürlich das Lager. Und dort auch die ersten Gestelle und so weiter. Und dann mal schauen. Dann natürlich in dem Augenblick, wo das Gebäude fertig ist, das zweite, noch ein paar neue Einwohner. Dass wir da einfach flexibler sind und überall jemanden zuweisen können, so nach und nach. Und ob das dann mit der Nahrung immer alles klappt und so weiter, das muss man dann halt sehen. Genau, und dann würde ich jetzt noch ein bisschen hier sammeln, die Seile fertig machen und euch dann holen, wenn es einigermaßen hell ist. Und genau, dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Es ist jetzt 9:30, es ist hell. Und ich habe jetzt richtig viel Flachs gesammelt. Nur Seile ohne Ende, 20, 30, 35. Ein paar können wir auch noch machen, dann haben wir zumindest einen kleinen Vorrat. Die sind auch schnell weg, ich weiß, aber... Ja, hat sich... Ah, warte mal. Nee. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann ist mir eingefallen, ganz am Anfang... Ganz am Anfang war ich mal hier hinten und habe da was gesehen. Ich bin ja noch nicht wirklich wieder dazu gekommen, mich mal ein bisschen umzuschauen. Ich glaube, wir müssen aber jetzt, weil wenn jetzt hier eine Invasion kommt demnächst und ja, wir haben halt keine guten Waffen und dafür brauchen wir dringend so eine Mine. Ich habe ja die Hoffnung, dass vielleicht da irgendwie sowas geht. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube eher nicht. Aber dort waren auch Skelettkrieger. Da müssen wir jetzt halt gucken, dass wir einen nach dem anderen da irgendwie weglocken oder so. Ich weiß nicht, ob das machbar ist. Das sind Bären. Die brauchen wir jetzt nicht. Schauen wir mal. Das. Und das. Da. Oh nein, das sind aber gleich schon wieder zwei. Und da hinten war noch ein drittes Skelett. Das ist Flachs. Ja, damit. Ja, der eine haut ab. Okay. Nein, bleib hier, du Arsch. Hallo. Darf doch nicht wahr sein. Aber das sieht eigentlich so ähnlich aus wie bei uns, ne? So, keine Ahnung. Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass man hier... Junge, das sind aber ganz schön viele. Wie soll ich das denn alleine machen? Kann man eigentlich auch jemanden als Krieger mitnehmen? Das weiß ich auch noch gar nicht.
Und die machen ja auch übelsten Schaden, ne, mit ihren langen Schwertern da. Na, Aral Mühlbach, du Vollhonk. Blockst du, aber wenn du dann schlagen willst, brauchst du so lange. Boah, die sind hart. Weil wir haben halt noch nichts ordentlich zum Kämpfen. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Alleine gegen vier Skelette hier oben. Nee. Ich hätte halt gerne mal so eine Mine gesehen. Also so einen Höhleneingang. Klar, nachts sehe ich ja eh nicht so viel, aber ich habe echt auch mal so ein bisschen die Augen offen gehalten. Ich werde jetzt, oh Gott, der schreckt mich doch nicht so, auf dem Rückweg auch einfach nochmal jetzt hier so. Ich höre doch was. Ja. Hau ab. Hier ein bisschen anders noch laufen, ne? Wir sind jetzt ziemlich weit im Osten hier gewesen. Ich werde jetzt hier mal so zurücklaufen. Vielleicht sehe ich ja noch irgendetwas. Es muss ja relativ, ja, einem optisch schon ins Auge springen, denke ich und vermute ich. Was ist denn das hier? Das ist doch ein relativ großer... Könnte das vielleicht sowas sein hier? Ich probiere es. Ich glaube es zwar nicht, aber warte mal, wo war denn das? Hier, ne? Nee. Nee. Sieht auch noch zu klein aus dafür. Und ich glaube, dass sie das schon ein bisschen so auch gemacht. Warte mal, wer damit? Ein bisschen optisch so gemacht haben, dass man das auch leichter erkennt, oder? Wo das möglich ist. Dass da zumindest schon so eine kleine Öffnung dann da ist oder sowas. Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es halt nicht. Das sieht alles nicht so aus, ne? Hm. Ja, das ist halt schade, dass ich auch mir nicht vorstellen kann. Weil ich es ja einfach auch wirklich nicht weiß, wie das auszusehen hat, ne? Da hätte eine bessere Beschreibung auf jeden Fall gut getan. Hm. Tja. Bin ich überfragt an der Stelle, was das angeht. Gut, ich laufe jetzt noch ein bisschen hier rum, hole euch rein, wenn ich wieder im Dorf bei uns bin. Und falls ich... Oh, warte, Moment. Guck mal, guck mal. Da leuchtet ein riesiger... Da, genau das habe ich gemeint. Sowas muss ich finden. Was optisch einem auch suggeriert, hier kannst du was machen. Zeig. Guck mal, hier snappt es, aber... Hier. Ey, geil. Ihr seid live dabei, wie ich mich gerade freue, dass ich was gefunden habe. Sehe ich das auf der Map? Ja. Ist natürlich weit weg, aber wir wissen jetzt, wonach wir suchen müssen. Und dass es einem das so anzeigt. Ja, immerhin das. Immerhin das. Was bräuchten wir jetzt hier? Wir bauen das. Wir bauen das jetzt. Ich will wissen, wie das da drin dann aussieht und wie das funktioniert. Sind dann wahrscheinlich einfach nur auch Eisenfelsen, so optisch, so wie einfach Steinfelsen mit einer etwas anderen Farbe wahrscheinlich, die man abbauen kann. Wir werden es sehen. Vier große Steine sind natürlich ein bisschen ungeil. Ja... Und bis hier, ich glaube, so ein Bauarbeiter kommt jetzt nicht von alleine hier hin. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wieder was gefunden, wieder was entdeckt. Und das ist das, was ich meine. Wenn du das beim nächsten Mal alles weißt, ne, dann guckst du sofort, wo könnte ich hier eine Mine bauen. Andererseits gleich am Anfang irgendwie 2-3 Tage die Karte abzulaufen. Und das müsstest du ja dann machen. Hast ja wieder ein Problem, was die Zeit betrifft. Ne? Da müsstest du wahrscheinlich dann ein bisschen tricksen in der Hinsicht, dass du sagst, ich laufe die Map ab, speichere nicht,
ne, bis ich was finde irgendwann und lade die Map dann neu, weil ich ja nicht gespeichert habe. Und lauf dann ganz schnell an die Stelle, wo ich eben gesehen habe, da ist es gut. Das könnte man theoretisch machen, ja. Aber wir sind jetzt hier, das ist alles Philosophie. Das interessiert mich gerade nicht. Wir werden ja sehen, wie lange wir hier noch weiterkommen und durchkommen. Und ob das Spiel, wie gesagt, wie gesagt, ich habe das glaube ich in der letzten oder so gesagt, Folge. Wie lange uns das Spiel hier vielleicht noch gewähren lässt. Ich weiß nicht, wie hart dann so eine Invasion ist. Wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit. Aber die Tage gehen hier halt schon schnell weg, ne? Das ist eine Junge, wir brauchen eine Alte. Ey, lass mich hier ran. So, noch 3 Stämme, die sollten wir hier vielleicht rauskriegen aus dem Großen, ich weiß es nicht. Die Steine sollten jetzt auch nicht so das Problem sein. Und wie immer, ich sage das noch eben an der Stelle, dann setze ich nochmal, glaube ich, einen Schnitt. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann gerne abonnieren, liken, kommentieren, teilen. Übrigens, just heute haben wir die 200 Abonnenten erreicht. Ich bin echt froh und auch ein bisschen stolz. Und auch dankbar auf eine Art natürlich. Und ja, danke dafür. Ne? Ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, dass man da auch wahrscheinlich 50% sind auch ein bisschen das Glück. 50% liegen natürlich auch irgendwo bei einem selbst. Aber ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich weiß, dass manche Leute Jahre brauchen, um überhaupt irgendwie 1, 2, 300 Abonnenten zu bekommen. Keine Ahnung. Dann gibt es natürlich auch welche, die das teilweise noch schneller schaffen. Das liegt natürlich dann auch ein bisschen daran, was du machst. Oder ob du schon vorher eine Community hattest auf Twitch oder keine Ahnung woher, ne? Und ich habe ja wirklich bei null angefangen. Ich habe auch von vornherein gesagt, privat zu den Leuten, die ich so kenne, ich möchte gar nicht, dass ihr abonniert. Und ich möchte auch nicht, dass ihr dann nur mir zuliebe ab und zu mal reinschaut. Bringt mir doch gar nichts. Ich will das auch gar nicht. Ja? Ich habe natürlich Familie und sehr gute Freunde wissen es natürlich. Und da gibt es auch ein paar Leute natürlich, die auch mal abonniert haben. Aber das sind wirklich eine Handvoll. Maximal 2 Handvoll. Und nicht wie viele andere das eben dann machen, damit sie am Anfang zumindest schon mal mit einer gewissen Abonnentenzahl starten. Irgendwie 40, 50 Leute von Facebook noch zu holen. Irgendwie Freundeslisten überall, so weißt du. Habe ich nicht gemacht. Wollte ich nicht. Das verfälscht mir zu sehr und ich wollte das einfach überhaupt gar nicht. Auch nicht, dass jemand das meint, nur weil er mich kennt, mich da unterstützen zu müssen. Genau. Auf jeden Fall dafür vielen Dank. Ich hoffe, es geht weiter so. Ich hoffe, wir entwickeln uns zusammen. Ich werde mich natürlich auch noch ein Stück weit immer weiterentwickeln. Ich werde versuchen, in Zukunft die Qualität weiterhin natürlich auch so zu halten. Ich denke, die ist ganz gut soweit. Man lernt ja auch ein bisschen. Man probiert Dinge aus. Von der Folgenlänge werde ich jetzt wahrscheinlich wirklich dauerhaft so je nach Spiel 30 bis 40 Minuten so einhalten. Und dann schauen wir doch mal, wo die Reise dann in Zukunft hingeht. Ne? So, jetzt sag mir bloß, es gibt hier keinen Stein, den ich zerkloppen kann. Warte mal, das nehmen wir noch mit. Ich suche einen Stein, bringe die Steine her und dann hole ich euch wieder mit rein. So, der letzte Stein. Perfekt. Und keine neue, noch eine zweite Bauphase? Nee, ich glaube nicht. Ich achte da echt nie drauf. Sollte ich mal machen. Kann ich hier jetzt rein oder nicht? Ah, das ist aber nur rein optisch für uns jetzt, ne? So, nee, oder? Ich habe leider, jetzt habe ich natürlich keine Fackel mit dabei. Ja, aber wie soll ich denn eine Spitzhacke hier herstellen, wenn ich doch noch kein Eisen habe? Moment. Muss am Eingang, ja, haben wir ja gemacht. Ich will das nur ausprobieren, ne? Ach man, was? Nein! Keine. Machen wir so? Ja, weiß ich nicht, wie das jetzt funktioniert.
So, wir sind gleich zu Hause und wie ihr seht, ich habe übelst viel Seile. Also ich habe wirklich auf dem Weg jetzt auch nochmal so viel Flachs gesammelt. Ja, da haben wir zumindest echt mal da einen kleinen Puffer. Auch wenn es super lang wird, es natürlich auch nicht reichen, aber zumindest mal eine gewisse Zeit. Noch eine Möglichkeit, irgendwie eine Mine zu bauen, habe ich nicht gesehen. Ja, und was es eben hiermit auf sich hat, ich weiß es nicht, ob da irgendwann Gegner spawnen oder so. Das sieht ja genauso aus wie das eben bei den Skeletten oder zumindest so ähnlich. Weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich dachte erst, dass man damit irgendwie was machen kann. Ja, dann schauen wir jetzt mal, ne? Die Tage sind halt leider wirklich ein bisschen kurz. Okay, wir sind sogar voll mittlerweile, ne? Das ist also. Mal gucken, was ist denn hier? Ah, wir haben einfach keinen Platz mehr. Wir könnten die Steine mal eben raushauen. Irgendwelche Samen, die wir nicht brauchen, davon haben wir schon mehr als genug. Weil alles, was wir jetzt so auf dem Weg sammeln können, ey, dann brauche ich wegen den Seilen jetzt nicht direkt gleich wieder los, ne? So, bauen wir das hier fertig. Ja, na klar. So, dann gehen wir jetzt. Und schon sind es nur noch 22 Tage. Es ist echt so warm geworden. Das ist, boah. Also hier, real. Zeig mal. Im Moment können wir noch nichts anderes. Ja, ich möchte jetzt ehrlich gesagt trotz allem auch hier wieder nicht irgendwie zu viel Zeit verplempern, ne? Komm mal her, komm mal her. Guck mal, sie holt sich das, weil es da rumliegt, weil ich es mal dahin geschmissen habe, ne? Mach das, heb mal auf. Warum Fackel? Damit du was siehst in der Höhle. Okay, schlau. Macht sie das damit? Niemand das hier mit. Ich glaube, dass sie das nur brauchen und ich das nicht selber abbauen kann. Ich weiß es halt einfach nicht. Lassen wir sie einfach mal losziehen. So, ich brauche so ein Teil hier. Ja, und dann natürlich jetzt für mich auch wieder, was brauchen wir dafür nochmal? Fünf Steinklingen. Na gut, das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir schnell hin. Steine müssten eigentlich genug da sein. Junge, hier liegt überall Zeug rum, aber einiges ist auch von mir. Na, sag mal, wo ist es denn hier? So. Was hast du? Ich konnte keine Muscheln finden. Ja, ist nicht so schlimm. Dann such die anderen Sachen. Und du? Wie, ist dein Rechen schon kaputt? Echt jetzt? Hä? So schnell? Auch wegen zwei Stöcken. Ja, aber dann machen wir gleich zwei davon. Da kommt dann ganz schnell wieder einer rein. Das Haus, ne? Wie gesagt, ich werde wieder wahrscheinlich etwas länger spielen. Es ist sehr viel Schneidarbeit. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber ich mache das halt gerne, weil ich auch mit gutem Gewissen Videos hochladen möchte. Ich kann das nicht, wenn ich unzufrieden bin. Und die Qualität nicht gut finde. Dann würde ich das irgendwann löschen. Und das will ich ja nicht. Von daher, was, das war ich. Okay, na, ich habe nichts gesagt. Aber ich möchte, dass ihr auch ein bisschen was seht pro Folge und ich möchte das für mich auch einfach. So, Freund. Dass das schon kaputt war. Heftig.
Hast du schon mal zwei. Passt jetzt in dein Inventar nicht so viel. Und das ist auch etwas, wenn wir dann Verteidigungsleute haben, dann möchte ich natürlich deren Inventare von den Holzfällern und so darauf abstimmen, dass sie auch wirklich nur das haben, was sie brauchen. Die brauchen dann keine Waffen. Die sind nicht zum Kämpfen da. Oder dann kriegen sie, wenn, nur einen Knüppel. Aber ich werde alle anderen Werkzeuge, die die nicht benötigen, alles rausnehmen, dass die mehr Platz im Inventar haben, ne? So, jetzt wollte ich hier noch diese andere, das. Mal gucken, ob das schon passt. Ich glaube, wir müssen dort nochmal ran, oder? Ah, komm schon. Wegen dieser kleinen Fitzelecke da, willst du mich verarschen? Fertig mit Kochen. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt, weil ich das mit der Mine ausprobieren will, ich habe keinen Bauarbeiter im Moment. Das geht natürlich nicht. Wir müssen jetzt jemanden mal kurz abziehen. Aber wenn du hier so schön kochst, ne, gib mal was her. Das haut wenigstens ordentlich rein. Wieso... Dass ich nur Stacks nehmen kann, das finde ich ein bisschen kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte eigentlich nur eins. Vielleicht geht es mit einer Tastenkombination. Ach, was war ich denn? Tastenkombination? Keine Ahnung. Und dieses Durcheinander hier im Inventar, das geht mir irgendwie auch manchmal ein bisschen auf den Keks. Mit die muss hier eigentlich hin. Ich weiß, er nimmt das dann, was er braucht, ne? Aber trotzdem, ich brauche das. So, wenn ich mal selber auswählen möchte, das kommt ja immerhin auch mal vor, dann möchte ich schon, dass hier unten alles schön in der Leiste haben. Ne? So, wen nehmen wir jetzt wo weg? Das ist die Frage. Ja, ich dachte schon, das fällt auf einmal wieder. Ja, die arbeiten halt im Moment auch so wenig, was natürlich auch nicht gut ist, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich werde das jetzt hier selbst machen. Ich glaube, dass alles andere jetzt im Moment nichts bringt. Guck mal, ich habe genau die 2 Stöcke und die 8 Stöcke. Ey, das war jetzt irgendwie Schicksal, oder? Ehrlich? Das muss so sein. Wir schauen eben. Ja, die haben halt nur Freizeit. Das ist das Ding. Da kommt da nicht viel bei rum. Ich werde die Stunden dann auch wieder ein bisschen ändern. Es ist ja nur, weil die ja alle so weit im Minus waren. Ja, doch, das läuft aber auch. Das läuft aber auch. Aber das hier ist nicht gut. Das müssen wir mal eben aufheben. Die brauchen wir nämlich. Ja, wir müssen einen abziehen. Das geht nicht. Höhleneingang definitiv nicht, weil ich das unbedingt testen möchte. Sollen wir sie erstmal vom Wachturm runterholen? Weil Sammeln und Fischen und Grill und Bauernhof ist am wichtigsten eigentlich. Und hier ein bisschen mehr Arbeitszeit. Machen wir so. Dass sie wenigstens wirklich eine Hilfe ist. So, und jetzt müssen wir noch kurz... So. Steigt aber trotzdem. Und wo steht jetzt hier Wohnungspunkte und so Krieger plus plus plus? Ist das der Bonus dafür, dass da jetzt jemand auf dem Turm steht? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt müsste sie ja eigentlich bauen. Ja. Nö, der Tag ist ja schon wieder rum. Ja, die Tage gehen leider wirklich etwas zu schnell. So, was brauchen wir? 6 lange und 16 Stöcke. Oh Gott, und wieder 4-mal großer Stein. Werde ich wieder einen Schnitt setzen natürlich, ne? Ach, das sind ja die ganz großen. Die brauchen wir ja gar nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Du sollst einen nehmen. Ja. Ne, wieder für euch quasi ein schnelles Ergebnis.
So, da haben wir's. Ach komm schon, das nervt. Die Toten erwachen. Ja, scheiße. Wir brauchen aber noch ein Dach. Ich muss auch zwischendrin wieder was reparieren. Das Wetter hat leider da die beiden Gebäude hier, Holz- und Steinlager, waren ein bisschen kaputt. Jetzt bauen wir schon wieder Seile. Ich könnte manchmal echt ausrasten. Aber da haben wir ja zumindest ein paar, ne? Nehmen wir mal 20. Nehmen wir 26 mit. Wir wollen ja noch da oben das Haus auch bauen. So, Stöcke hatte ich noch ein paar im Wagen. Du lässt doch eigentlich auch immer ein Stöckchen fallen, meistens zumindest. Naja, diesmal nicht. Hey! Verpisst euch! Ach komm! Lass es sein! Oh Gott, ich habe keine Ausdauer. Aber ich wollte halt schnell zu diesen Arschgeigen. Mann! Und die schlafen da oben gemütlich, so weißt du. Ich muss dann auch mal gucken, wenn ich ja da jemanden als Wache habe. Es muss ja eigentlich rund um die Uhr da jemand sein. Eigentlich brauchst du ja dann theoretisch drei Leute, um rund um die Uhr dort jemanden hochzustellen. Oder sehe ich das falsch? Das ist alles gar nicht so einfach. Ja, das reicht nicht ganz. Und schon sind es... Oh, nur noch 21. Alter! 21 Tage, bis dann die Invasion beginnt. Was auch immer das am Ende genau für uns bedeutet. So, Stöcke. Ja, quatsch dir mal schön, während ich hier schufte die ganze Zeit, ne? Ja, ich werde die Stunden dann hochstellen, sobald die bei 50 wenigstens sind. Ist mir dann auch scheißegal, wenn das dann nicht mehr steigt. Soll halt nur nicht wieder fallen. Ey, ich brauche die, die sind ja so überhaupt nicht produktiv. Die verbrauchen ja nur Lebensmittel. Nehmen Platz in der Hütte weg, aber machen nichts so, weißt du? So. Ach, und übrigens, es ist tatsächlich Eisen angekommen, nicht viel, aber es, also sie kann welches abbauen. Das ist ja das, was ich erstmal wissen wollte. Aber wahrscheinlich sollten wir sie da auch erstmal jetzt wieder rausholen. Weil die ist ja auch nur so wenige Stunden im Moment am Machen, dass sie uns lieber hilft, hier noch ein Haus zu bauen. Und dafür müssen hier die Bäume weg. Aber dann haben wir wenigstens auch das Baumaterial gleich hier vor Ort. Ich werde das auch jetzt machen. Ich wollte ja nur wissen, dass das, ob das geht, wenn nicht. Ihr sollt jetzt schön mitbauen, damit wir hier fertig werden. Und wieder Zeit für entweder diesmal eine Beschleunigung, mal zur Abwechslung, oder wieder Schnitte. Ich weiß noch nicht. So, schauen wir mal, ob das schon passt. Ich vermute, dass es jetzt aber daran liegt, dass hier doch zu viel Zeug liegt, oder? Müssen wir das erst wegräumen? Könnte sein. Könnte sein. Ah, nee, weil... Moment, vielleicht deswegen. Ich glaube, die Sachen stören nicht, um das zu platzieren.
Nee, tun sie auch nicht. Aber hier ist wahrscheinlich zu uneben, ne? Aber wir können das ja auch. Bisschen schräg versetzt machen eigentlich, ne? Ist aber ein bisschen viel. Ich versuche das ein bisschen anzupassen. So, setzen wir es so. So finde ich es ganz okay. Was habe ich denn hier entdeckt? Was ist das denn? Was ist das? Ist das das Portal, wo die Invasion beginnt? Wahrscheinlich, ne? So, ich musste mal eben ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln besorgen. Die Energie wieder ein bisschen aufzufüllen. Hab ja vergessen, eben zu trinken oder hab's halt nicht mitbekommen. Ah, nee, nee, kein Bock jetzt auf euch. Hau ab! Schnell! Also das Heilerhaus müssen wir auch noch bauen. Wir müssen so viel bauen. Aber wir müssen jetzt das Haus fertig bekommen. Um dann schnellstmöglich neue Leute noch ranzuholen. Das funktioniert so nicht. Wir brauchen einen wieder für Steine. Das muss alles geschmeidiger ablaufen. So wird das gar nichts. Den kannst du mal mitnehmen. Hier sind auch noch welche. Wo stehe ich denn jetzt? Boah, ist nicht ganz so weit weg. Den Schlitten habe ich jetzt natürlich nicht hier in der Nähe, aber naja. Da. Ja, machen wir das hier noch. Das Gebäude muss fertig werden und dann soll es für die Folge aber auch reichen. Ich werde den Schlitten eben holen. Ich glaube, es ist besser. So. Ja. 32 Stöcke. So. Und? 30 Ründel. Das geht ja sogar noch, oder? Wir können sogar während des Fallens damit schon anfangen. Ja, endlich macht ihr euch auch mal bemerkbar. Ich habe schon gedacht wieder, ihr seid zu nichts zu gebrauchen. Ach, guckt ihr das an. Ein Stöckchen, hier liegt's doch, nimm's doch. Ah, du hast das an. Ja, perfekt. So, da ging es jetzt ja doch noch relativ zügig gegen Ende. Ja, perfekt. Ich freue mich. So. Ist doch schön. Ist doch schön. Ne, die ganzen Bäume hier Richtung Brunnen dann weg. Der ist ja genau da vorne. Und dann wird das doch alles noch ein bisschen, oder? Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Hat Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir das Haus jetzt fertig haben. Jetzt können wir in der nächsten Folge erstmal zwei neue Leute direkt holen. Sobald die da sind, würde ich eventuell dann auch das dritte und vierte Bett schon mal dort reinmachen, dass wir da immer einen Puffer haben. Dann gucken wir erstmal, wie weit wir mit zwei neuen kommen. Wird wahrscheinlich eh noch nicht reichen. Ich glaube, kannst nie genug haben, mehr oder weniger. Aber wir müssen gucken, dass das mit dem Essen so ein bisschen passt, ne? Dann das Lager mit Regalen füllen und diese Kochstelle oder wie das hieß oder Kochhütte oder wie auch immer. Die würde ich auch gerne bauen und die würde ich auch hier oben bauen, glaube ich. Relativ, hier soll ja mal unsere Hütte hin, für unseren Charakter. Ne, hier. Hier möchte ich unsere Hütte hin, dass wir hier einen schönen Ausblick so haben. Und hier könnte man dann noch die Kochstelle zum Beispiel schön hinmachen. Dann in der Nähe vom Brunnen
schadet ihr ja mit Sicherheit nicht, ne? Damit sie auch eine Suppe und sowas kochen kann. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Lasst ein bisschen was Nettes da für mich, ja? Einen schönen Daumen nach oben und Kommentare und so weiter. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und ciao, ciao.